Nidra Nashasana ist die Stellung der Überwindung des Schlafbedürfnisses. Wenn du zum Beispiel mal am Tag müde bist, gäbe es eine einfache Methode über einfach Shavasana, Tiefenentspannung, 5 bis 10 Minuten, du wirst wieder wach. Wenn du es etwas schneller haben willst, dann probiere mal Nidra Nashasana aus. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Von hier beuge dich nach hinten, gib die Knie leicht auseinander und gib dann die Hände unter an die Ellbogen und lege dich dann auf die gefalteten Unterarme und gib auch den Hinterkopf auf den Boden. Dann entspanne ganz einfach, indem du mit dem Bauch ruhig ein- und ausatmest oder einfach ganz loslässt. Eventuell wirst du sogar kurz einnicken, aber durch die Stellung wirst du nicht lange einnicken, sondern gleich wieder wach sein. Nidra Nashasana, also eine schöne Übung, um zwischendurch wieder neue Energie zu bekommen. Übrigens, im alten Indien gab es auch manche Yogis, die probiert haben, gar nicht mehr zu schlafen. Und statt sich auf den Rücken zu legen, um normal einzunicken, haben sich so auf den Rücken gelegt und konnten so vermeiden, wirklich echt zu schlafen. Im modernen Yoga machen wir so etwas nicht mehr und wir üben mehr Nidra Nashasana zwischendurch, wenn man nachmittags oder um die Mittagszeit müde ist oder auch vor der Meditation müde ist, um dann wieder wach zu werden und schlafen die Nacht ganz normal.